Alles klar, wir brauchen also Buchstaben und Zahlen. Dosen putzen, Handschuhe tragen, die Wohnung sauber halten. Wenn das viel zu clean ist, Dampel, dann muss da wieder richtig Dampf drauf. Das haben wir uns eben nochmal so angeguckt und haben uns gedacht, wir müssen auf alle Fälle Tasse sein. Yo, 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 Riot Colors Podcast. Riot Colors Podcast. G, Alter. J. Was geht ab? Was geht, was geht? Seit Ewigkeiten mal wieder am Labern, ey. Wir haben uns auch so irgendwie kaum unterhalten die letzte Zeit. Du hattest halt zu tun mit deinem Arbeitskrempel und dann hattest du auch noch Konora. Konora. Bei uns gibt's kein Konora. Scheinbar doch bei dir, wa? Ja, klar, überall. Jeder. Ja, aber ich freue mich, ey. Können wir endlich mal wieder labern. Ja. Heute wird eine geile Folge, Mann. Wir haben, die Leute wissen es ja, weil im Titel steht's, einen richtig geilen Gast. G, stell ihn doch mal vor. Ja, wir haben heute einen neuen Gast und das ist ein Freund und Kollege von mir von früher, der mich auf meinem, also Anfangsweg würde ich jetzt nicht sagen, aber dann fortgeschritteneren Mittelweg begleitet hat. Mhm. Wir haben zusammen in der Crew gemalt und unser Gast ist heute halt Surf von BTMG und VCR. Yes. Das sind seine Crews, das ist sein Eigenname. Richtig geil. Cool, servus, was geht? Hi Surf. Moin Moin. Geil, dass du da bist, Mann. Freut mich voll, richtig cool. Ja, danke für die Einladung. Richtig cool. Ja, gerne, gerne, ey. Wir haben uns kennengelernt. Ich muss mal kurz zurück überlegen. Wir haben uns kennengelernt. Ich glaube, wir haben uns über Durst kennengelernt damals. Das war so der erste Kollege, mit dem ich gechillt habe aus Erfurt. Über Inline-Skaten oder so, ne? Für die Leute, die denen der Name jetzt, für die zwei, drei Leute, denen der Name jetzt nichts sagt, du kommst aus Erfurt und hast auch da eigentlich hauptmäßig gemalt in Erfurt, richtig? Ja, genau. Also ich komme aus Erfurt und die Aktivität ging aber so thüringweit und dann später auch so deutschlandweit, ja. Ah, cool. Okay, und ihr habt euch damals auch kennengelernt. Ja, das war so, wir waren ja inline skaten und ich habe da damals Durst kennengelernt, das ist ein Kollege. Ja. Den habe ich so am Anfang in Erfurt gechillt und so sind wir dann zusammengekommen. Wir haben dann ein bisschen später haben wir zusammen in IAK gemalt, ich und Surf. Mhm. Und da waren ja noch die anderen, die dann später halt an der KBZ geworden sind, waren ja dann auch noch mit dabei. Und da waren wir dann ich glaube, du hast damals ein bisschen einen anderen Namen auch gemalt. Spoil, glaube ich, hast du gemalt. Genau, dann später Surf. Dann war noch Motor hat zu der Zeit, glaube ich, Core gemalt. Core oder so, ne? K-O-R-E. Dann hatten wir noch Mesk. Und, Alter, wer waren das noch alles? TMGQ war noch, Smack. Und Smooth? Nee, vor BTMG, ich meine IAK-Zeiten. Genau. Ja, da hast du, glaube ich, noch mehr. Und Esse und Smooth. Ja, genau. Und ja, das war's. Ja, auf jeden Fall richtig geile Namen so, die sofort so ein paar Bilder aufblitzen lassen in meinem Kopf, ey. Richtig geil. Ja, das war die erste Crew dann, wo wir dann richtig losgelegt haben. Ja, ja. Das war dann, ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, wie das zustande gekommen ist. Wir haben irgendwie alle verschiedene Crews genalt zu der Zeit, hatten uns aber kennengelernt. Dann haben wir die Erfurter halt mit ihm und so, halt alle so kennengelernt über Durst und so. Mhm. Und dann haben wir alles schon immer zusammen rumgehangen und haben Scheiße gebaut und gemalt und dann irgendwann war das so, es ist alles so durcheinander, meinte Durst dann und so, komm, wir malen einfach alle IAK. Und dann waren alle dafür direkt und dann haben wir komplett, dann ging es dann halt richtig los. Ich meine, IAK war zu der Zeit eh schon komplett in der Stadt entgleist. Also da in Erfurt, da war ja alles voll auch. Ja. Und dann haben wir einfach alle IAK gemalt und haben dann nochmal so den letzten Rest dann gegeben und so. Ja. Das war auf jeden Fall geil. Erzähl mal, Surf, wie bist du
wie waren deine Graffiti-Anfänge? Wie bist du da hingekommen von dem, was wir gerade erzählt haben? So? Genau, lass uns mal ein bisschen zurückspulen. Du hast ja vorher mit Sicherheit schon richtig lange gemalt. Wie fing das bei dir an? Vielleicht noch kurz als kleiner Zusatz. Bei der IAK Crew hat auch der Stur mitgemalt. Ach, ja, stimmt. Wichtigsten Mann habe ich mit vergessen, ey. Den VIP vergessen. Ja, voll. Also mit dem Graffiti ging bei mir ziemlich früh los, so mit 13, 14 ungefähr, dass ich das erste Mal mit der Dose gemalt habe, so auf dem Weg zur Schule. Aus so einem Pfennigladen so kleine Autolackdosen geholt und haben dann auf dem Weg zur Schule irgendeine Eisenbahnunterführung forziert. Und da haben wir dann angefangen mit Esse zusammen, der so zwei Klassen über uns war, der durch seine größere Schwester schon immer so ein bisschen Input hatte. Weil die immer so fancy drauf war irgendwie. Und der hat uns dann erzählt, ja, man organisiert sich so in Crews und man nimmt meistens so Abkürzungen und so. Und wir damals so als die völligen Noobs haben uns dann so überlegt, ja krass, das machen wir auch. Und dann haben wir so, meinte er so, ja, und dann nimmt man auch meistens noch so Zahlen irgendwie. Weil dann baut man diese Buchstaben so in so Zahlen um und dann wir so, alles klar, wir brauchen also Buchstaben und Zahlen. Ja. Und dann haben wir irgendwie angefangen mit BSL 231 haben wir damals gemalt. Und BSL stand für bitte stehen lassen, was auch immer die Lehrer an die Tafel geschrieben haben. Und 231 war halt so eine Abkürzung von wegen, also irgendwie B2 und die 31 war S und L zusammengezogen oder irgendwas. Und ja, dann haben wir in der Stadt viel abgehangen und dann eben genau durch die ganzen Leute, die geskatet haben oder die Kids, die mit uns eh an den Places gechillt haben, da haben sich dann schnell irgendwie die Graffiti-Sprüher da zusammengefunden. Und dann auch ein bisschen miteinander abgehangen und dann ging das los, dass wir einfach zusammen da irgendwie versucht haben, erst ein bisschen rumzuziehen, zu malen und dann später auch uns dann in den Crews organisiert haben. Und durch Durst, muss ich sagen, Durst KSL Crew, ist da echt auch viel zusammengewachsen, weil der natürlich auch so ein Connector war irgendwie und auch mal einen kranken Style gemalt hat und auch immer die Blazes, die er nachts genommen hat, so immer völlig zerlegt, wo wir uns immer so tagsüber gedacht haben, Alter, was ist mit ihm? Und dann kam das eigentlich, dass der Mask und der Durst zusammen IRK gegründet haben. Und da lag das dann nah, weil wir eben den ganzen Tag zusammen abgehangen haben und gesoffen und Scheiße gebaut haben und so, dass wir da dann alle zusammen das Ding malen. Und dann später ist es so zusammengewachsen auch mit den Weimarern, mit CSK, TSK und NBW. Und das war noch ein bisschen später sogar. Wir haben ja zu der Zeit, als wir noch am Anfang gemullert haben, als wir zusammenkamen, haben wir noch nicht in Weimar gewohnt. Da waren wir noch in unserer anderen Stadt. Ja. Und dann später, ein bisschen später sind wir dann nach Weimar gezogen. Ja, und die Connection mit euch war ja auch über Sommer da so ein bisschen. Das war irgendwie so die krasse Connection und auch, ich weiß gar nicht, mit den OBKs, nee, das war erst später, Na, ich weiß nur, dass ich dann über Durst dann, ich weiß gar nicht, also ich habe Durst über Skaten kennengelernt so und dann, wir malen und dann so, ja, wir malen auch und dann kommt man nach Erfurt und dann haben wir da mal gechillt und so. Ja, und dann gab es den Zusammenschluss, dass wir halt mit Irk gemalt haben und dann ging es richtig los. Dann war, Irk war ein Riesenmob. Also ich kann mich daran erinnern, dass Irk, keine Ahnung, ich glaube, Surf weiß da mehr Bescheid, wie viele das waren, aber ich habe das in Erinnerung, dass das ein riesen Mob war. Ja, wir haben natürlich auch mit so Leuten abgehangen, die ständig, wir haben ja täglich wie als so eine kleine Gang irgendwie immer gehangen und da waren auch welche dabei, die gar nicht gemalt haben, sondern die einfach mit uns abgehangen haben und Scheiße gebaut und gecheckt und so weiter und die man jetzt hier gar nicht nennen kann irgendwie, aber das ist eben dann der Eindruck, der da entsteht, dass es eigentlich voll viele waren. Wobei so die Hauptakteure dann die genannten waren. Und was auch lustig war, ist natürlich dann immer bei IRK da tausend Abkürzungen irgendwie, aber ich glaube am Anfang war das irgendwie irrationale Radikalkids oder so oder auch in Ruhe kiffen. Je nachdem, was gerade angesagt war. Ja, genau. Das eine oder das andere, ja geil. Und wenn du da früher mit vielen anderen rumgehangen hast, warst du bestimmt auch öfter mal mit Skatern am Start, wie der G auch. Hast du irgendwie auch noch ganz andere Sachen gemacht, die jetzt zum Hip-Hop gehören? Irgendwie tanzen oder auflegen oder sowas? Oder war so Graffiti das einzige Element, wo du dich so reingesteigert hast? Naja, es war eigentlich das Einzige. Also so ein bisschen gerappt hatten wir mal irgendwo, wenn es mal ein Open Mic gab. Aber das natürlich auch so richtig treumäßig.
Und einfach nur, weil es Spaß gemacht hat. Da ging es jetzt nicht darum, was aufzunehmen oder so. Manchmal saßen wir bei Narf im Zimmer irgendwie und haben da ein bisschen, weil der viel gerappt hat, Pille Z an dieser Stelle. Ja, geil. Und Beste Grüße. der auch mit Farmi da viel gemacht hat, White Chocolate Mafia. Und auch Dexter hier von Würzfleisch, wo jetzt Dizzy the Kid und so mit dazugehört. Beziehungsweise, ja. Dexter war bester Mann immer, ey. Und da haben wir natürlich auch ein bisschen gerappt. So mit dem Tanzen gar nicht und auch mit dem Auflegen gar nicht. Aber da hatte ich so ein bisschen Kontakt. Und ich selber bin viel Fahrrad gefahren, aber eher so Trail, also jetzt gar nicht so BMX oder so. Und aber man hat natürlich ständig mit den Skatern abgehangen und auch mit den Inlinern und so, ja. Ja, cool. Ja, ich bin ja durch einen Inliner irgendwie auch in die Graffiti- und Skateboard-Szene reingerutscht. Den kennst du mit Sicherheit auch, ne? Ja, auf jeden Fall. Na, genau. Ja, guter Mann. Ja, auf jeden. Ja, der hat mich damals irgendwie so in das Ganze, ja, Kenne ich involviert, mehr auch oder noch aus der weniger. Ecke auf jeden. Ja, cool, ey. Und in Erfurt war das ja für mich irgendwie früher. Ich bin in Erfurt zur Schule gegangen und habe da eigentlich auch Graffiti so zum ersten Mal richtig wahrgenommen und ja, fand es geil, habe selber angefangen rumzusketchen. Und Erfurt stand für mich immer für so einen besonderen Style einfach in Thüringen. So einen ziemlich aggressiven, geradlinigen Style, der an Berlin erinnert, aber trotzdem auch irgendwie was Eigenes hat. Und das war schon irgendwie für mich immer voll spannend und interessant, so von den Leuten, gerade aus deinem Umfeld, ey, da war ja so viel dabei, was wirklich geprägt hat. Wie hast du das wahrgenommen damals so, als fandest du es auch, dass Erfurt einen eigenen Style hat? Wie ist man selbst in der Crew damit umgegangen? So, war das ein Ding? Also auf jeden Fall war es offensichtlich ein Ding, so Style weiterzuentwickeln und daran zu feilen. Erzähl mal ein bisschen, wie das für dich war, so deinen Style zu finden, auf was du geachtet hast. Du hast ja auch darauf geachtet, irgendwie nicht so zu malen wie jeder andere, sondern hast so dein eigenes Ding gefunden. Wie war das damals für dich? Ja, interessante Frage. Also, vielleicht erstmal so als erstes, wo wir unseren Input her hatten, war natürlich durch die Leute, die vor uns gemalt haben. Also, was MBH-Crew, die sich dann zu 135 mit den BA, SAL, AAS und WSK zusammengefunden haben und die aber TPK war da zusammen auch mit noch den dabei. Berlinern noch RWAZ hatten irgendwie. Und die haben natürlich, also gut, die MBHler waren so die Urgesteine aus Erfurt, die wahrscheinlich vergleichbar mit der THC, also mit TAM und so, die auch aus Thüringen kamen, so Auf die jeden. ersten waren, die in Erfurt gesprüht haben. Und die späteren, die 135er, hatten aber so einen tierischen Berlin-Einschlag. Also so harte Kante einfach und gar nicht jetzt so auf Style ausgelegt, sondern eher Sauber so cutten, so mit versetzten Outlines und dicke so. Outlines, ja, irgendwie und so dann nochmal so eine dreckige Inline reingezogen und so. Und so, das war irgendwie so ein bisschen unsere Vorbilder. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann so überlege, dass ich selber, also wenn ich mir manchmal Bilder von damals angucke, frage ich mich, was habe ich denn da gemacht so? Und dann auch, wo ich dann später den Eindruck hatte, dass ich es ja eigentlich schon ziemlich drauf hatte, da gucke ich mir heute Bilder an und denke mir so, ey, was ist denn an dem Abend los gewesen? Gut, vielleicht war das auch ein bisschen so dem Alkohol zu schulden irgendwie. Oder dass man dann immer so übertreiben wollte und hat sich gedacht, jetzt lasse ich mal so richtig eingucken irgendwie. Und das ging dann auch manchmal so voll nach hinten los, dass ich, ja, wie gesagt, heutzutage mir Sachen angucke und denke, bist da die ganze Zeit irgendwie, hast du da ein paar Gurken gemalt? Und dann erst später habe ich das so ein bisschen versucht oder geschafft, irgendwie so aufzulösen, dass ich eben, also gerade wo das dann so losging, mit diese Charakter in diese Buchstaben ja, mit reinzubringen, war das nochmal so ein bisschen wie so ein neuer Weg, den ich dadurch gefunden habe. Und es hat auch so ein bisschen geholfen, die Sache so ein bisschen zu setteln, weil manchmal war ich mir nicht sicher, soll ich jetzt dick und blockig malen oder soll ich jetzt eher so verstylt malen oder eher so ein bisschen rund und trotzdem ein paar Kanten dran. Also ich hatte damals nicht so richtig da irgendwie so eine Linie drinne. Ja, es ging Und uns fast allen so, diese Findungsphase auf jeden Fall. ja, aber so eine Experimentierfreude, so die löst ja auch viel aus, so, ne? Dadurch probiert man viel rum und macht mal dies und mal das. Und
Das ist ja im Endeffekt dann auch irgendwie ein Markenzeichen, so wenn das, wenn man da experimentierfreudig ist und vieles ausprobiert. Ich kenne das auf jeden Fall auch, dass man mal so und mal so malt. Ja. Es ist auch, also was ich auch sagen muss, ist ja immer so ein handwerkliches Ding. Also egal, ob du da jetzt die übelste, den, naja, das unstylisches Ding hinhaust, aber du hast ja trotzdem die Erfahrung jedes Mal mit der Dose und der Temperatur und der Schnelligkeit Ja, und der ja. Zeit und alles, was damit einfließt. Dann hast du Genau. irgendwie mal eine dreckige Dose, die nicht richtig sprüht und du musst trotzdem damit umgehen irgendwie. Und da lernst du natürlich einfach auf die Basics zu achten. Auch so, dass du deine Outline nicht mit der Second wegcuttest und dass du einfach auf das Chrom lieber ein Industriecap drauf machst für eine Second und so weiter. Ja, Also, ja. das sind ja alles so Sachen, da musst du dich erstmal reinfinden. Und das ist natürlich alles Lehrgeld, was man da ja, bezahlt und dann Na, auf jeden. heutzutage gut anwenden kann, sage ich mal. Ja, Und auf mit jeden diesem Fall. Style finde ich ja auch, dass es irgendwie ist ja eigentlich nur wie so eine Schriftart. Also jeder Style ist wie so eine Schriftart. Ganz billig bei Arial angefangen, Times New Roman und dann geht es eben weiter. Dann gibt es den Smash-Style und dann gibt es den Scene-Style und dann gibt es, also so könnte man das irgendwie runterbrechen. Und dann je nachdem, Ja. wie genau man da arbeitet, hat man dann auch ein ganz passables Ergebnis irgendwie. Und Aber würdest du sagen, dass dein Ausprobieren früher und dein viel verschiedenes Malen irgendwie später dann auch Sinn gemacht hat, nicht nur im technischen Sinne, dass du einfach geübt hast, mit der Dose umzugehen und Erfahrung gehabt hast, sondern auch, dass es irgendwie Elemente von damals gibt, die sich so entwickelt haben, die jetzt irgendwie so ein eigenständiges Merkmal sind durch das Experimentieren? Oder meinst du, das hat sich einfach komplett nochmal gedreht alles? Also findet man jetzt noch Elemente von früher bei dir? glaube eher nicht. Also, Außer vielleicht charaktertechnisch oder so ein ja, vielleicht so ein bisschen. bisschen dieser Character-Stuff und das ist so ein bisschen, ich mag es so, wenn es so comic-mäßig, aber dann trotzdem so einen realistischen Einschlag hat. Also, wenn dann irgendwie so Schatten geil gesetzt sind, dass die irgendwie realistisch sind oder dass eben ja dieses comic-mäßige, was ja eher so eine grafische Geschichte ist, dann anfängt so ein bisschen 3D zu werden und so. Also, das mag ich irgendwie. Aber von dem Style merke ich selbst heutzutage. Also ich gucke meine Bilder an und ich mag das, jedes Bild anders zu malen irgendwie. Ich habe dann immer so eine Phase, wo ich dann irgendwie so ein bisschen so auf einer Art und Weise kleben bleibe. Aber und das auch nur über so ein paar Bilder hinweg und dann fange ich schon wieder an, da irgendwie was Neues spannend zu finden und da dann erstmal auszuprobieren. Ich habe da nicht so eine richtige Linie drin. Es gibt natürlich wahrscheinlich genau wie bei so einem Rapper oder so, der dann so ein paar Punchlines einfach hat oder so ein Repertoire hat, was er dann immer raushauen kann. Habe ich natürlich auch Elemente, die ich immer wieder auftauchen lasse, ob das irgendwelche Ketten sind oder Die einfach sitzen so, ja. irgendwelche Ja, du hast schon immer 3D-Bubbles oder die so früher. richtig geil gemacht sind mit Schatten und so. Das ist Genau, natürlich das dann meine ich auch, so. ja, Du hast was. früher immer schon, was ich so sagen kann bei dir, wenn wir zusammen gemalt haben, ob am Anfang oder dann später ja noch mehr, hast du schon immer, ich habe das immer so gesagt, du warst so der Maler, der immer richtig an seinem Bild total viel rumgeschmiert hat, so. Ich hatte immer so, ich hatte einen Style, dann hatte ich meine Outlines, dann hatte ich versetzte Inlines zu der Zeit, einen festen Background, so mit einer Second und fast, ja, so. Aber wenn du gemalt hast, so, du hast dann immer noch, du hattest den, der Background sah dann voll 3D aus und dann hast du noch mit Restern und wenn das Cap übelst verrotzt und dünn war, noch überall übelst rumgeschmiert und geile 3D-Sachen eingebracht und man hat damals schon gesehen, dass du so. Du bastelst so total viel an dem Gesamtbild rum und zum Schluss ergibt das so ein großes, ganzes, geiles Ding, so was so eine einzigartige Ansehensweise hat. So. Das fand ich bei dir schon immer geil. Es sah immer manchmal so 3D aus und dann war der Hintergrund geil und der Style auch. Ich weiß auch nicht, ich kann das nicht so komplett beschreiben, aber du hast schon immer richtig Bock drauf gehabt, rumzuschmieren und rumzubasteln und so. Das fand ich geil. Also was mir auch auffällt, zumindest wenn ich meine Bilder angucke, dass die schon immer so ein bisschen eher malerisch kommen. Also die kommen jetzt nicht so sauber ausgedruckt, wobei es davon auch welche gibt. Aber ich oftmals bei diesen ganz sauber totgecutteten Sachen, nenne ich es dann immer, festgestellt habe, wenn ich mir dann so im Nachhinein angeguckt habe, oh, irgendwie ist es irgendwie so langweilig oder ist es dann ja eben so totgecuttet. Es ist so super clean und der Swing ist dann fast ein bisschen raus, wohingegen, wenn man so ein Bild vorzieht, so mit so die First Lines, die man da irgendwie macht, dann ist es so krass lebendig und es hat irgendwie so viel Bewegung und Dynamik. Und dann fängt man da an, diese dicken Outlines drum zu machen, ganz gleichmäßig. Und
das Fill-In ganz gleichmäßig einzutragen und auf einmal ist dieses Bild so irgendwie so kalt so. Ja, tot gecuttet ist echt ein guter Vergleich so. Das kann ich voll nachvollziehen. Ja, und da muss man eben gucken. Ja. Dann habe ich heutzutage, also klar, später dann gelernt, ey, wenn das viel zu clean ist, dein Bild, dann muss da wieder richtig Dampf drauf. Dann musst du aus der Dose, musst du die weiter weghalten und dann muss da einfach wieder Atmosphäre auftauchen, weil dann eben fängt es an, wieder zu leben oder irgendwie so lebendig zu werden, was ich damals nicht gecheckt habe. So. Ich habe dann die Bilder, habe mir übelst Mühe gegeben, dass alle Linien übelst sauber und gerade sind. Dann bin ich so, da habe ich es mir angeguckt und habe mir gedacht, boah, irgendwie catcht mich das überhaupt nicht. Und klar waren dann vielleicht auch Elemente drin, die dann durch die Sauberkeit dann irgendwie doch geflasht haben oder so. Aber das sind so Sachen, die ich heutzutage also viel mehr verstanden habe, dass man eben diese Bilder gut ab und zu passiert mir das auch noch irgendwie. Vielleicht ist es dann auch so ein bisschen der Kater vom Vorabend oder irgendwas, dass man nicht so richtig nachdenkt, wenn man malt, sondern denkt so, boah, ja, jetzt lässt man mal einen raus und dann guckt man sich das an und denkt, boah, das war überhaupt nichts. Aber das habe ich irgendwie heutzutage schon viel besser gefühlt, verstanden, wie ich das einsetze. Und eben genau, das ist bei mir oftmals dann so ein bisschen entweder malerisch abgeleitet oder eben so eine perfektionistische Kiste ist. Ich glaube, das sind so ein bisschen meine Elemente. Ah, ich weiß genau, was du meinst. Ich komm jetzt da langsam in die Phase. Ich habe jetzt auch gerade wieder Entwicklung durch. Ich habe ein paar Dinger mit Dion gemacht in der letzten Zeit. Der hat mir ein bisschen was über Farben gelernt und Ansprüche an die Wand und wie ich was ein bisschen machen könnte, was mehr bringt. Und ich weiß genau, was du meinst. Ich komme da jetzt auch langsam ein bisschen hin. Ich bin jetzt auch so weg von diesen dicken Outlines. Ich cutte zwar noch, weil ich finde es einfach cool, wenn manche Ecken halt sauber und spitz sind, aber ich achte jetzt mehr auf Ästhetik ein bisschen und ich versuche, einen besseren Style zu bekommen. Auf jeden Fall. Also für mich ist das auch heute noch auf jeden Fall ein guter Tipp, nicht immer so sauber malen zu müssen, sondern dem Bild ein bisschen Lebendigkeit einzuhauchen. So. Aber gut, bei mir spielt das eh nicht so eine große Rolle, so, dass ich irgendwie alle paar Monate mal aus Spaß irgendwas male. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Style, weil man das ja so, du hast ja vorhin gesagt, so das, was aus Erfurt kam, hat man so und so wahrgenommen. Das finde ich ganz interessant, weil also ich habe schon immer. Gut, der meiste Input kam natürlich aus Thüringen, weil wir als Wenzler jetzt auch nicht so viel Kohle hatten, um ständig irgendwie nach Berlin zu fahren. Ja, das war natürlich immer die Overdose, wenn wir nach Berlin mal gefahren sind, 1-2 Tage. Das hat uns so hart geflasht irgendwie als Stifter so. Ja, voll. Ja. Und da haben wir auch immer viel mitgenommen, nur die ganze Zeit waren wir am Klotzen so. Das war echt völlig der Input. Aber generell, was man so aus Thüringen mitgekriegt hat, ich muss immer sagen, dass mich die Jena-Sachen total geflasht haben irgendwie. Also, weil die haben einfach Sachen gemalt. Da habe ich mich damals gefragt, was haben denn die für einen Anspruch so? Also wie bauen denn, die machen überhaupt gar nicht so Graffiti-Buchstaben, sondern die machen so, das ist zwar alles mit der Dose gemalt und auch Second und Fill-In und so, aber die haben so einen völlig abgefahrenen Style. Also ich muss da gerade so auf MFS zeigen, haben die damals gemalt. Ja, auf jeden. Und dass auch die XQ-Leute, also XQ ja heutzutage immer noch, auch wenn es vielleicht nicht mehr so viel ist wie damals, aber was die für eine Innovation an den Tag gelegt haben, das hat einfach, da kam ich nicht klar drauf. Also das. Aber die wollten auch anders sein. Das ja, muss man die dazu genau, sagen. Die wollten irgendwie dadurch, was sie auch völlig geschafft haben. Also da habe ich mir auch gar nicht getraut, mir da irgendwelche Elemente da so ein bisschen irgendwie mal selber auszuprobieren, weil ich mir gedacht habe, ey, das ist irgendwie so ein krasser Next Level Shit. Völlig vom anderen Planeten so. Ja, genau. Und das ist vielleicht auch ein bisschen immer so den Charakter der einzelnen Städte zu schulden. Ich vergleiche immer gerne Erfurt mit eher so einer Arbeiterstadt, so einer Proletarierstadt. Und Weimar, das sind eher so ein bisschen so verträumte Romantiker. Und Studenten. Jenaer, die sind immer so krass innovative, weltoffene Typen so. Ja, die auch immer so total herzlich sind. Und also das war schon, ja, gerade wenn es um den Style geht, muss ich echt an dieser Stelle bemerken, das hat mich immer hart geflasht, so was die Jenaer da gebracht haben. Und noch, was ich auch noch sagen muss, zu diesen dicken Outlines, da kam mir dann einfach nur mal so aus der Leipziger Ecke diese naja, Definition, naja, dicke Outlines, das ist so Dorfgraffiti. Und halt dieses Standardding, dicke Outline, blockig, gut erkennbar, hingerotzt. Und das wurde einfach nur abgetan, naja, Dorfgraffiti. Ist da keine Innovation oder kein No-Style oder mal irgendwie. Kein künstlerischer Ansatz. Laufen nicht, lassen, nee, das ist halt so ein harter Standard. Langweiliger, harter Standard. Und da hat man dann auch geschafft, nochmal über die eigene Sache bisschen nachzudenken und vielleicht eben auch
neue Wege zu probieren, was ja auch ganz wichtig ist. Weil ja nicht Aber wir bleibt. waren schon blockig am Anfang auch. Also Was neue Wege angeht, die VCR-Zeit war dann bestimmt später, ne? Also denke ich mal, weil das war ja auch irgendwie, wir ja, müssen erstmal dazu kommen, ging Jay, auch wirklich in eine andere Richtung dann. wie BTMG zustande gekommen ist, wenn du erst mit VCA anfängst. Das ist ein bisschen zuvor Nee, da muss gegriffen. ich nur aber gerade dran denken, weil das für mich so ein bisschen die Entwicklung dann auch darstellt, so in eine andere Richtung, weil da viele Sachen dabei waren, die man so vorher noch nicht gesehen hat und das irgendwie auch was Neues war. Aber können wir ja später nochmal dann drauf eingehen. Na, wir haben auf jeden Fall erstmal eine ganze Weile IHK gemalt zusammen. Und dann haben wir uns ja so mit Desa und was hat der damals gemalt? Tanga, glaube ich, oder Tangel. Ja, ich Tangel oder glaube. Tanga, genau. Und Desa von KBZ. Mit denen haben wir dann zusammen gemalt. Also wir sind dann, haben wir erst mal ganz alleine so ein bisschen und Laien. Natürlich, wir waren jetzt IHK, mussten viel machen, haben viel dann Laien gemalt, Street gebombt mit den Erfurt und so, das weiß ich auch noch. So, die kamen dann die ersten Trains und dann haben wir ja mit den KBZ-Leuten zusammen gemalt, angefangen mit IHK und so dann. Und dann haben wir dann richtig viel gemacht. Das war IHKBZ, IHKBZ-Dinger und so, ja. irgendwie das Lustige, weil die KWZs irgendwie, die waren so verwandt, die größeren Brüder von denen waren richtig bei den S35ern und wir als die jüngere Generation haben natürlich immer so zu denen aufgeschaut und die KWZ, die hat schon immer damit geliebäugelt, später bei den S35ern einzusteigen, aber die haben natürlich gesagt, nee, ihr seid noch die Jüngeren und so, ihr könnt nicht bei uns mitmalen. Wir waren noch viel zu treumäßig und so. Und dann haben wir ganz viel einfach mit den KWZlern abgehangen. Und da ist dann auch der Stur irgendwie, weil die sich auch immer gut verstanden haben, hat auch viel mit denen gemalt. Und dann kam ja erstmal so die Dreierzeit, wo eben diese ganzen Crews, ich Na, weiß dann sind nicht. wir nach Weimar gezogen, genau, und dann kamen drei und dann sind wir alle mit IHK in Dreieck mit rein, ne? Genau, dann haben wir die Weimarer kennengelernt, richtig aktiv, also gerade Eick und so. Und da ging das dann los, dass wir den Plan gefasst haben, ey, lass mal alle zusammen in Thüringen dreimalen. Und das war echt eine richtig heftige Zeit, muss ich auch sagen. Das ist auch ein bisschen dann so mit der Gipfel der IHK-Zeit gewesen, Auf jeden Fall, wo einfach, ey, was da irgendwie zerlegt wurde und wie sich da immer organisiert wurde und so. Weil natürlich auch durch die Weimarer Crews, die da mit dabei waren, die drei großen und durch die Erfurter, das zu einem riesigen Konglomerat wurde und auch die 135er so auf einmal so, wow, krass. Was geht bei So, denen? ja, was geht denn bei denen irgendwie? Und da haben sich nämlich auch, genau wie bei den 135ern, hat sich bei der Dreier-Crew haben sich irgendwie fünf oder sechs Crews zusammengetan. Und auf einmal war das so ein riesiger Haufen von so jungen, energiesprühenden Typen irgendwie. Leider haben bei uns immer keine Mädels mitgemalt, aber das lag vielleicht auch irgendwie an unserem Testosteron, dass wir einfach abstoßend für Frauen waren. Meinst Und du? naja, kann ich mir gut vorstellen irgendwie, oder ja, es gibt ja eher nicht so viele Mädels, die jetzt Ja, Graffiti. Erfurt kannte ich jetzt nicht wirklich welche, Naja. die gemalt haben, so Frauen Aber ja, die hauptsächlich. Dreierzeit war auf alle Fälle sehr interessant. Und dann ist es ja wahrscheinlich durch den Beef irgendwie, oder es gab dann so ein bisschen interne Streitigkeiten, wo das dann so durch die Weimarer Seite zerbrochen ist. Und dann haben auch die Erfurter gesagt, ey shit, wir müssen mal uns neu hier aufstellen, müssen uns was Ja, Neues ich überlegen. weiß das noch, wie das war. Das war dann so, irgendwann, da gab es so dann dieses große Treffen auf dem, wir haben doch dann mal so ein großes Treffen gehabt, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnern kannst, auf unserer Corner da, auf dem besetzten Gelände hier, Topf und Söhne, auf dem Dach haben wir uns doch immer getroffen und so. Ja. Und da gab es doch dann dieses komische, große Treffen und weil von unserer Seite war das dann, es gab ja viele, die Polizei in Erfurt war ziemlich hinterher, es gab viel Stress und Ermittlungen und so. Und das IHK-Ding war uns irgendwann zu groß und zu durchsichtig geworden. Wir hatten Angst vor
entdeckt zu werden. So, das war halt einfach so. IHK war riesig, weil du hast von, ich weiß jetzt nicht, wie viele es genau waren, von 10 aktiven Sprühern hast du da noch 20 Chiller gehabt, die getaggt haben und Scheiße gebaut haben und so und tralala. Und irgendwann wusste das jeder und das war uns zu groß. Und dann gab es doch dann das Angebot von KWZ, lass doch alle KWZ machen und dann gehen wir es richtig an, machen es professionell, erzählen niemandem mehr was, kapseln uns ein bisschen ab, machen unser eigenes Ding. Und so kam das ja dann. Und so kam ja dann auch die Gründung von, also soweit ich noch weiß, du kannst mich berichtigen, aber so kam ja dann die Gründung von BTMG, weil die Hälfte von IHK hatte keinen Bock mit zu KWZ zu kommen und die haben dann, glaube ich, BTMG gegründet oder so. Kann das sein? Auf jeden, also weiß gar nicht, von Bock kann wahrscheinlich gar nicht die Rede sein, sondern es gab natürlich auch crewintern so ein bisschen immer so, naja, der hat es jetzt nicht so drauf, den nehmen wir mal nicht mit, oder der hat es übelst drauf, mit dem müssen wir malen irgendwie. Und da die KWZ ja auch immer so mit den 135ern geliebäugelt haben, haben die natürlich auch mal so ein bisschen, wie sagt man, Style-Hygiene betrieben. Und dass sie einfach geguckt haben, ja, wir dürfen nicht mit jedem malen und nee, mit den Toys malen wir nicht und wenn die da wieder nur alles zertecken und so, da haben wir keinen Bock drauf. Ja, Und okay. dann ist eben genau das passiert, dass die KWZ mittlerweile so viel gemacht hatten, dass die gut Anschluss mit den 135ern hatten, wo sie auch immer hin wollten. Und da hat sich dann der eine Teil von der IHK mit den KWZern angeschlossen. Und die anderen haben sich gedacht, ach, lass mal unser eigenes Ding machen. Und es war eben genau das Ding, was du sagst, ja, dass es dann irgendwie zu heiß wurde, weil schon ganz Erfurt eigentlich unsere Gesichter kannte. Und auf Ja, den sehen. Partys, auf irgendwelchen Homepartys dann schon immer hieß, ey, nee, die IHK-Crew kommt, scheiße und so. Und was machen wir denn jetzt? Weil wir natürlich damals auch immer Hacke und immer Stress und so und Auf auf jedem Blatt vorm jeden, Mund und auch völlig immer auf Akro, wo ich mir auch so heutzutage denke, ey, fuck, Alter, wie bist du denn damals abgegangen? Was so richtig peinlich ist, also wenn ich an manche wir haben uns Aktionen auch immer, wir zurückdenke. sind auch immer auf irgendwelche Jams gegangen, in Erfurt oder so, in der Urne. Wie hieß denn das Ding? Hinten dieser kleine, diese kleine Club, wo noch ein Skatepark war, oder so ein kleiner Skateplatz. An der Bahnschiene hinten. Oh, wie hieß denn denn unser? Ist Fort, nee, das war in Weimar. Ah, ich weiß nicht mehr. Gab es so kleine Clubs, da sind wir immer hingepilgert. Und eigentlich gab es immer auch Stress manchmal und so. Es war schon echt gruselig. Das war auch. Teilweise. Aber das hat irgendwie dazugehört damals. Ja, wir haben es ja auch nicht anders von den 135ern gesehen. Also die 135er haben sich ja zum Teil mit den 25ern rumgewaffelt, irgendwelche End-to-Ends übermalt worden und so. Und vor allen Dingen aber mit den Ilmenauern. Also wenn die Ilmenauer nach Erfurt kamen und die Ilmenauer, das waren so richtige Hardpunks. So, die haben kein Blatt vor den Mund genommen, die waren immer stralle. Und die haben sich auch mit jedem, also wenn es irgendwie eine Möglichkeit gab, sich zu wackeln, oder wenn an dem Abend nichts los war, haben die auch angefangen, sich zu wackeln. Und da gab es eigentlich immer Stress so. Auf irgendwelchen Ja, das stimmt. Partys, die 135er und die Ilmenauer, die haben sich immer schön gegeben so. Und dann waren es auch noch so ein paar andere irgendwie aus Erfurt, die natürlich so einfach die Hip-Hop-Kultur oder, ich nenne es einfach mal die Hip-Hopper so, die einfach so in dicken Helly-Hennen-Jacken und irgendwie haschig-tickend so in der Stadt rumgechillt haben. Und die haben sich natürlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Wenn die auf ihren eigenen Partys auf einmal irgendwelche von außerhalb so Welle machen, dann hatten die da auch kein Problem mit einfach Zurückwelle zu machen. Und dann ist es meistens eskaliert. Und das haben wir uns eben immer so angeguckt und haben uns gedacht, ne, wir müssen auf alle Fälle krasser sein. So. Ja, Und auf jeden. so ist es dann völlig irgendwie aus dem Ruder gelaufen, dass eben am Ende fast jeder unsere Gesichter kannte, wusste, was wir malen und auch keinen Bock mehr auf uns hatte. So, weil Ja. immer Stralle, immer Stress und ja, dass wir uns da gedacht haben, okay, wir machen das jetzt nochmal neu, wir hauen das alles in die Tonne und Ja. eben so kam das, dass die einen zur Okay. KWZ und wir haben dann eben genau die inzwischenzeitlich noch was anderes gemalt, auch nur so kleine Versuche irgendwie und dann kam die Idee auch von Durst und vom Mesk, dass wir BTMG malen. Und da sind viele mit eingewandert. Und zeitgleich hat sich aber auch die VCR-Crew gegründet. Die haben natürlich auch früher mit uns abgehangen so ein bisschen. Hatten irgendwie nie, waren nicht ganz so die Stresser, aber haben auch viel einfach dadurch, dass man aus Erfurt kam, hat sich gekannt und die haben auch vorher was anderes gemalt und haben auch viele immer zusammen gemalt. Haben die auch manchmal so ein bisschen belächelt. Beziehungsweise also den einen Teil davon, den anderen Teil von der VCR-Gründung, mit denen habe ich schon angefangen zu malen. Da gab es noch nicht mal IHK oder so. Das war richtig am Anfang. Und mit dem habe ich mich immer gut verstanden.
Deswegen gab es auf der einen Seite immer ein bisschen Stress und auf der anderen Seite, zumindest von meiner Seite, einen guten Kontakt irgendwie oder einen guten Draht. Und da ist es dann aber auch viel mehr zusammengewachsen. Also dann haben wir viel mit den VCLern abgehangen. Und dann ist auch irgendwann mal so, dass die haben sich immer so ein bisschen mit Aufnahmebeschränkungen gehabt irgendwie, die VCLer. Die haben gesagt, nee, das ist nur so ein kleiner Kreis und wir machen das originell und wir machen geilen Scheiß und so. Und da kann nicht jeder rein, das kann nicht jeder mal. Und dann fiel aber trotzdem mal so eine Sache, ja, Surf, du bist eh Ehrenmitglied und so. Und dass ich dann gedacht habe, also klar hat man auch immer mal ein Bombing für die anderen gemalt, so, aber man war halt nicht Teil der Crew irgendwie. Aber dieses Statement hat mir dann auch ja, zu verstehen gegeben, dass ich da gern gesehen bin und dass es irgendwie alles zusammengehört. Und Ja, geil. das ist auch wie also bis heute geblieben. Also mit denen verstehe ich mich allen klasse. Und es gibt auch welche, die Ja, von süß. der BTMG mit zu den VCRlern mit ja, eingesprungen sind. Ich will jetzt nicht sagen, bei uns aufgehört haben, aber da Ja, irgendwie ja. ja, so ein kleiner Wechsel auch so eine Durchmischung stattgefunden hat. Na, Ja, auf jeden, na, wir haben dann auf jeden Fall erstmal richtig losgelegt, als wir dann KWZ geworden sind. Das war dann Motor, ich, das Duo. Mask war dann, glaube ich, auch noch mit, Stur Stimmt, der und Mask dann hat er halt auch mitgemalt, ja. Desa und Tangel. Wir haben dann richtig auf die Kacke gehauen. Dann war alles vorbei. Wir haben dann, glaube ich, jedes Wochenende. Also in der Woche haben wir sowieso Street gemalt für die Leute, die noch nicht arbeiten gegangen sind oder Lehre oder Schule gemacht haben oder so ein Mist. Ich habe dann immer, später ist ja noch Smog dazu gekommen aus Weimar zu KBZ und dann haben wir voll auf die Kacke gehauen. Wir mu mussten dann, okay, wir sind jetzt alle eins, jetzt machen wir es professionell, jetzt. Das heißt professionell, wir haben dann halt darauf geachtet, niemandem was zu erzählen. Wir haben euch dann auch immer ein bisschen ausgegrenzt, was mir am Ende zum Schluss hin auch, was ich nicht mehr geil fand und was ich auch, aber das kam eher so Desa und Dingens, die waren halt immer so sehr vorsichtig. Ich war immer so der Scheiß drauf sei, wenn ich mal was Falsches am Telefon gesagt habe, dann war das so, weißt du? So, aber die anderen haben schon sehr darauf Wert gelegt, niemandem mehr was zu erzählen. Und dann haben wir auch total viele Leute ausgegrenzt und nichts mehr über Aktionen erzählt. Und dann haben wir nur noch gemalt wie die Verrückten. Ne? Jedes Wochenende mit 20 Chrom, 20 Schwarz an irgendeine Line gefahren. Auf jedes Dorf, also in alle Richtungen von Erfurt, auf jedes Dorf, in das kleinste Nest. Nach links raus von Erfurt und nach rechts raus, überall hin, haben alles zugetackert. Manchmal sind wir kilometerweise, das weiß ich heute noch, manchmal sind wir kilometerweise nur, haben das Auto irgendwo abgestellt, separat und neutral, und sind kilometerweise nur gelaufen auf der Line. So die ganze Nacht, nur auf der Line gelaufen und alles, was bemalbar war, haben wir angeballert. So komplett. Und irgendwann hast du halt wirklich, wenn du Erfurt rausgefahren bist, egal in welche Richtung, hast du. War alles voll. Ihr wart doch da auch immer noch mit dabei, manchmal dann. Ja, auf jeden Fall. Wir haben uns doch dann noch so ein bisschen Piep ich raus. so. Oh. Scheiße. Wir haben uns doch dann immer noch so ein bisschen und haben dann auch teilweise Sachen dann wieder zusammen gemacht und so. Also es war schon eine verrückte Zeit dann. Wir haben es richtig übertrieben. Und dann, wo das Streetbombing und Line-Ding irgendwann so schon ziemlich durchgespielt war. Irgendwann ging es dann los mit Kisten oder so. Aber eigentlich die coolsten Aktionen weiß ich noch, als wir mit Irk die erste Kiste gemalt haben. Das habe ich gar nicht erzählt. Oder eine der ersten Kisten. Ich weiß gar nicht, ob du das noch weißt. Wie hieß denn diese Ecke da an der Brücke? War das das Special, wo immer mal so weiter hinten hin was abgestellt wurde, oben auf der Line? Ja, das Juri war das bestimmt, oder? Juri, Juriat. genau. Und da war da unten irgendwie ein Club in der Nähe, wo wir immer mal gegammelt haben? Kann das sein? Ja, das Filler gab es da um die Ecke. Aber auf jeden Fall war da mal ein so eine Aktion, das war so witzig, wo wieder so eine Karre abgestellt war oben, wo dann schon jede Nacht eine irgendeine andere Crew aus Erfurt draufgerannt ist. Und dann sind wir auch noch drauf und da haben wir, glaube ich, unseren ersten Irk-Panel damals gemalt. Ich weiß gar nicht mehr, wer den vorgezogen hat. Ich glaube, Mask. Oder du, ich bin mir nicht mehr sicher. Und da gab es so eine coole Action, da sind wir dann zurückgelaufen, da musstest du so die Böschung runter über ein paar Mauern, dann warst du in so einem kleinen Mauerkäfig von irgendeinem so anderen Gebäude oder Gelände und dann bist du vorne hinter so Bäumen wieder über so eine Mauer gekommen, wo du so hochklettern musstest und ich war schon drüber
Ich war schon drüber, war schon so weg und dachte, wann kommen die anderen dann? Und dann springe ich so an die Mauer und ziehe mich so ruckartig hoch. Und dann kommt so Durst von der anderen Seite, von der anderen Seite und guckt so hoch und kriegt so den. Also er hat mit Sicherheit ein paar Millionen Gehirnzellen verloren an dem Abend. So. Der hat so einen fetten Schreck gekriegt, so, ist so übelst zurückgegangen und so. Und hat sich voll erschrocken, das weiß ich noch. Das war mir so eine Train-Action, die mir in Erinnerung geblieben ist mit IHK oder so. Ich habe die Fotos auch noch. Ich habe letztens mal wieder um alte Kisten durchwühlt. Habe ich coole alte Sachen wieder gefunden. Geil. Auch von dir, Spoil mit. Da waren wir mal zusammen in irgendwo in Arnstadt, in irgend so einem Museumsjahr oder so. Ja. Oder irgend so ein Ding. Da habe ich auch noch Fotos von uns gefunden und so. Das war auf jeden Fall witzig. Geil, geil. Ja, Surf, du hast eben schon erzählt, dass du nicht ganz so stolz bist auf die, naja, ich sag mal, auf die Aggressivität, so, die damals geherrscht hat und das Rumgeprolle. Ich weiß nicht, ob es jetzt das ist, was du auch auf meine Frage sagen würdest, aber gibt es so eine Sache im ganzen Graffiti-Leben, wo du sagst, boah, ey, das würde ich echt lieber streichen, das fand ich uncool, das bereue ich mehr oder weniger. Gibt es da was? Muss ich kurz überlegen. Ja, also wir haben natürlich auch damals immer viel kaputt gemacht, so. Also einfach, Ja. weiß nicht, aus dem Nervenkitzel raus oder aus der Rebellion heraus, haben wir natürlich auch unzählige Dinge sind einfach zu Bruch gegangen. Und da gibt es natürlich einige Sachen, wo ich mir so denke, ui, das würde ich heutzutage nicht mehr so machen. Ja, das kenne ich, klar. Also manchmal sind wir auch einfach durch die Stadt und haben alles, was irgendwie nicht Niet und Nagel, also mal von den Nächten ganz abgesehen, aber einfach auch so tagsüber. Ob das irgendwelche Kartenständer vor Geschäfte waren, die umgezerrt wurden im Vorbeigehen und dann bist du halt mal irgendwie 100 Meter gerannt, so die Gruppe, dann irgendjemand hinterhergegangen, dann kam mal die Bullen, dann bist du weitergerannt oder so. Und noch beim Rennen wurde schon wieder irgendwas weggetreten oder so. Und aber davon mal ganz abgesehen, bei dem Graffiti, ich weiß nicht genau, also. Nee, das. Also eher so dieses Rowdy-Verhalten, was da irgendwie gang und gäbe war. Ja, ich muss mal ein bisschen. Also die Arnstadt-Geschichte, klar, das waren halt so irgendwelche Eisenbahnfreunde, die sich da so Nostalgiebahnen hingestellt hatten. Noch, da waren noch so DR-Logos Oh drauf, hier ja. Deutsche Reichsbahn und so. Natürlich auch ein bisschen schade, die hatten übelst. Das ist halt wie, als ob du einen Oldtimer anmalst, so, ja. Ja, das würde ich heute gar nicht mehr machen, Ja, das sowas. ist halt irgendwie so. Denkt man sich heutzutage, muss das sein? Und auch das komplette Ding da so zu zerlegen, obwohl die eh nie wieder rausgezogen werden und du die Hälfte gar nicht irgendwie gesehen hättest, Ja. ist halt die Frage, ob das wirklich notwendig ist, so. Und klar wurden damals auch, also manche Sachen sind auch geil gewesen, so, einfach so mal die komplette Einkaufsmeile, Flaniermeile mit einer Damage Line zu zerlegen, rechts und links. Das ist ja Ja, irgendwie eine geile auf jeden Ansage und du kommst nächsten Tag in die Stadt und denkst dir, Alter, was war denn hier nachts los? So. Und so riesig große Tags einfach nur über die Schaufensterscheiben und egal was da Fassade über die nächste Schaufensterscheibe und Ja, einfach so übelst trippy alles, das ist schon geil. Aber dann gab es natürlich auch so Geschichten, wo irgendwelche, naja, so Wohnungseinheiten zerlegt wurden, wo du dann einfach auch noch so Damage Lines über die Fenster von den Leuten gemacht hast. Und heutzutage sagst, okay, das hat das Bild jetzt nicht unbedingt schöner gemacht und das haben auch die Leute wahrscheinlich eher so ein bisschen als Angriff gesehen. Und Ja. wo ich mir so denke, cool, also ja, würde ich heutzutage nicht mehr machen, ja. Weil auch habe Ja, ich auf irgendwie jeden so Fall. festgestellt, mit so neben die Bilder taggen. Damals konnte Ja. man einfach noch nicht so geil taggen. Und dann hat man sich die Fotos angeguckt und hat so gedacht, okay, das Bild ist ganz geil, aber diese Aber Tags haben das es irgendwie Tag so ein ist voll bisschen versaut. hässlich. Und Ich dann hätte das mal lieber dann haben gelassen, wir auch ja. so kleine Regeln gehabt, ey, nicht daneben taggen und so, das sieht immer so scheiße aus. Und wenn dann ins Bild reintaggen, so, also dass du dein eigenes Tag in dein eigenes Bild machst, okay. Aber Ja. dass man die Place einfach drumherum nicht noch so übelst zerlegt irgendwie mit so irgendwelchem Kackefax. Aber Ja, ja, das ist halt früher das. hast du dann noch so Grüße dran geschrieben, zehn Ja, verschiedene peace to und Namen und so. so. Ja. Yo, und dann 10 Crews und 5 Eigennamen, Alter. Junge, auf dem Ja. Leben würde ich das nicht mehr machen. Ey. Und ich mache das sogar manchmal noch, wenn ich Cargos Ja, gemalt es habe ist oder auch so. irgendwie, es Da war habe ich immer früher noch mal so. Motor gegrüßt oder Yunik und Dion und so, keine Ahnung. Aber irgendwie ist das manchmal immer noch so drin, weil wir kommen aus dieser Zeit, Ja. wo das immer noch so ein Ding war, dass man das halt einfach gemacht hat, Leute grüßen und so.
Ja, spannend. G, willst du auch noch was in den Beichtstuhl hauen, wenn wir einmal dabei sind? Was meinst du jetzt genau? Was ich, Naja, was gibt es mir. was du bereust, was du sagst, das würde ich lieber streichen aus meinem Gedächtnis? Aus Graffiti jetzt direkt? Hm? Ja, auf jeden Fall. Willst du drüber Na, sprechen? ja. Ja, es gab mal eine Zeit, da habe ich mehr auf die Kacke gehauen, als ich eigentlich konnte. Also hast Also du übertrieben mit ja, Rumgeprotze? nee, nicht so rumgeprotzt in dem Sinne, so ich war von Anfang an, habe ich ja schon mehrfach gesagt, nicht so talentiert wie andere für Graffiti. Und irgendwann hatte ich ja dann mal so einen Style, der sich irgendwie sehen konnte, aber der war auch nicht cool. Aber ich habe es halt auch immer übertrieben und mich für den krassesten gehalten. Das würde ich streichen. Und dann halt dieser Beef-Scheiß, ganz Ja. besonders auf Weimar bezogen, das war einfach komplett sinnlos. Der Stress mit Ja, das hat CWR und schon. mit den anderen Leuten, das hätten wir uns komplett sparen können. Für mich ist der ausschlaggebende Punkt nicht daran zu sagen oder zu denken, dass ich mich jetzt dafür schäme und dass ich mich nicht dafür schämen möchte oder so, sondern ich schäme mich dafür. Aber es hat ja uns nicht weitergebracht und die erst recht nicht. Weil Das ist es, ja. irgendwann haben wir uns nur noch mit so einer Gang-Beef-Ja-Politik-Scheiße beschäftigt, die niemanden von uns weitergebracht hat. Leute unterdrückt, Dosen abgezogen und so ein Scheiß. Das ist ein ganz schreckliches Kapitel, wo ich auch mich immer komplett fremdschäme dafür und Ja, so ein Beef. hauptsächlich für das, was wir anderen angetan haben. Ja. Und ich war ja zu der Zeit auch ein schlechter Mensch und das ist echt nicht geil gewesen. Ja, so ein Beef kann ja auch beflügelnd sein, so wenn der irgendwie ausgetragen wird, indem man einfach übelst krasser malt als die anderen und mehr malt. Aber in dem Fall war das halt nur eine ungesunde Sache für alle Seiten so. Ja, das haben wir Ja. ja nicht gedacht. So, wir haben ja gedacht, wir sind die krassesten, die anderen sind Toys und deswegen Naja. unterdrücken wir die. Und das war halt voll die Scheiße, weil das in der Entwicklung niemanden weitergebracht hat. Uns ja auch nicht. Wenn du dich nur noch mit so einer Kacke beschäftigst, dann sketchst du nicht, du gehst nicht malen, du gehst weniger malen, du bist nur noch am Gangshit promoten, kein Bock drauf, Alter. Da sind auch so viele Sachen passiert, die nicht geil waren. Ja, aber vielleicht drehen wir das Ganze doch mal um. Surf, gibt es irgendwas, wofür du Graffiti immer noch ewig dankbar bist? Es muss jetzt nicht ein Ereignis sein, kann aber. Gibt es da irgendwas, was dich Graffiti gelehrt hat, was irgendwie, wo du auch denkst, dass das einmalig ist? Irgendeine persönliche Erfahrung? Da gibt es doch mit Sicherheit auch was. Eine tiefe Frage, weil naja, ich kann mir vorstellen, dass wahrscheinlich mein ganzes Leben völlig anders gelaufen wäre, hätte ich nicht diese Graffiti-Geschichte mitgemacht. Ja. Und früher habe Besser ich, oder schlechter? Was meinst du jetzt? würde jetzt frei raus sagen, schlechter. Also ich habe das Okay. Gefühl, durch diese Graffiti-Geschichte habe ich erstens eine unheimliche Portion Selbstbewusstsein getankt. Also ich habe bei vielen Sachen tagsüber, wenn ich mit anderen Leuten, mit fremden Leuten in der Straßenbahn saß und bin, manchmal fährt man auch so alleine Straßenbahn und man fährt dann irgendwie so durch die Stadt und sieht die zugeknallten Flächen irgendwie, die Streetbombings, und die Leute gucken das auch an und man sitzt so in der Bahn und denkt sich so, krass, ey, die Typen, die hier drinnen sitzen, die so Standard rüberkommen und irgendwie auch gar nicht so der Typ sind, also eher so normale Leute. Wenn die wüssten, dass ich derjenige bin, der das da draußen so völlig zugekracht hat, so. Und dann hat sich im Kopf Okay. schon immer sowas eingestellt, so wie, so in der Art, ich bin so besonders oder ich bin Ja. irgendwie nicht so wie die. Und das ist ja das eine. Und natürlich das andere sind diese ganzen Erlebnisse und Momente, die man da durch hatte. Also Ja. erstens mal dieses sich organisieren so und sich irgendwie engagieren und irgendwie was planen, um das dann auch nachts irgendwie durchzuziehen mit seinen Kumpels. Diese ganzen Erfahrungen, die man dadurch macht. Ja. Die ganzen Reisen, die man unternimmt, die Leute, die man da trifft und die Sichtweise, die man dann auf, also du machst ja nicht einfach nur Urlaub in Berlin, Ja, sondern ja. du siehst Berlin durch so einen ganz bestimmten Filter irgendwie und triffst dann dort Leute, die auch so einen bestimmten Filter haben und dir Stellen zeigen und du redest mit denen über Sachen, das macht Ja. eine völlig neue Welt in deinem Kopf auf. Und
Das sind natürlich Dinge, die ich auf gar keinen Fall missen möchte, weil ich immer noch das Gefühl habe, auch wenn ich jetzt seit vielen Jahren eigentlich nichts mehr draußen auf der Straße male, weil ich tagsüber so viel male, dass das trotzdem immer noch in mir ist, so eine ewige Flamme, die mir das Gefühl gibt, dass ich einfach nicht so Standard bin und immer versuche, weiter über den Tellerrand hinauszugucken. Und auch diese kritische Sichtweise auf die Gesellschaft und dieses ganze Stadtsystem und so weiter schwingt ja auch mit diesem Graffiti unheimlich mit. Ja, voll Also viel. ständig diese Frage, ey, was ist diese scheiß Unterdrückung, diese scheiß Ausbeute von der Natur und was machen diese Drecksbullen und ich will es jetzt nicht auf alle ummünzen, viele versuchen auch cool zu sein und werden nur von ihren Kollegen gezwungen, irgendwie Scheiße zu bauen oder so. Aber trotzdem, das ist ja so ein Grundproblem, was hier in Deutschland oder auf der ganzen Welt herrscht, was man Ja, im aber als Prinzip hast du was Graffiti-Sprüher gefunden. irgendwie dann auch so ein bisschen sieht. Also man kriegt da irgendwie so einen Blick dafür und man checkt das und man versucht, oder beziehungsweise man tauscht sich mit anderen aus und die sagen, ja Mann, ich habe das und das gesehen und man selber, ja, und mir ist das und das aufgefallen. Und dann fängt man erstmal an, da irgendwie so sich zu sensibilisieren. Und das sind alles so Sachen, die das Graffiti mit mir gemacht haben, die ich heute auf gar keinen Fall missen möchte, so. Ja, Mal ist von auf jeden wegen. Fall ein Blick auf die Gesellschaft, die ja, die wirklich einer besonderen Nische irgendwie entsprungen ist. So. Also die hat nicht jeder. Und dadurch, dass man irgendwie nachts draußen ist und alles anders wahrnimmt, das ist Ja. schon eine ganz besondere Sicht, die man da kriegt. Man Ja, nimmt und für so dich war seine es dann. rosa-rote Brille ab. Ja, genau. Ja, wie wir alle hast du halt was mit Graffiti, was für dich gefunden, wo du dich von der Allgemeinheit, von den Mainstream oder überhaupt von dem, was ganz normal immer läuft, grenzen kannst und mit was dich auch sicherer macht und was dir Hilfe gibt und halt. So, wo du halt dich einfach als was anderes siehst, als der ganze normale Pöbel, so in Anführungsstrichen, sag ich mal. Wenn du immer in der Straßenbahn hockst und jeden Tag weißt, du denkst doch immer über die Leute nach, so, ne? So, die fahren jetzt arbeiten, wie bestimmt schon seit 30 Jahren, so, immer um dieselbe Zeit. Das ist ja, Graffiti ist ja deine Nische für dich, so. Du Du gehst kommst vielleicht gerade auch selber von der arbeiten. Holcar-Action und die fahren auf Arbeit. Ja, auf jeden. Du gehst jetzt selber auf Arbeit, aber ich habe halt vorher jetzt noch einen geilen Hulka mit meinen Atzen gemalt, so. Du schaffst halt eine eigene coole Welt, in der du besser zurechtkommst auch. Ja, was mich auch immer interessiert, wenn das jetzt hier jemand hören würde, der gerade anfängt mit Graffiti oder Bock hat anzufangen, gibt es da ein, zwei Tipps, die du geben würdest, jetzt wo du ja das jahrelang durch hast, damit aufgewachsen bist, das bestimmt dein Leben. Was würdest du jemand sagen, der gerade anfängt? Die Basics sind natürlich Dosen putzen, Handschuhe tragen, die Wohnung sauber halten, alles, was nach Hausi nicht standhält, aus der Wohnung zu verbannen, nur den Leuten, mit denen man malt, davon zu erzählen und keine fremden Bilder übermalen. Ich glaube, das sind so die Basics. Und dann gibt es natürlich noch viele kleine Unterschiede. Nicht im falschen Yard malen, geht es dann weiter und nicht die falschen Dosen kaufen für das, was man vorhat. Dein Sketch, wenn du ihn abends mitnimmst, auch so, dass du alles weghauen kannst, auch wenn man abends rausgeht, die Dosen irgendwie so transportieren, dass man sich schnell den entledigen kann. Niemals bei den Bullen quatschen, auch wenn es noch so schlimm Klar. aussieht. Irgendwann, wenn du Klar. bei den Bullen einmal sitzt, dann kannst du auch sagen, ich sag jetzt gar nichts dazu. Und nach 24 Ja. Stunden lass du mich gehen. Und das sind halt so Basic-Sachen, ja. Ich glaube, wo so gerade Leute, die da mit neuen reinkommen zu Graffiti, ein bisschen zu kämpfen haben. Ja. Ja, Und geil, dass es direkt auf die illegale Schiene geht. ja, Nicht dachte mir jetzt so auch von gerade. wegen, ja, Leute, tragt eine Maske, wenn ihr sprüht oder so. Nein, direkt putzt die Dosen, haltet die Wohnung sauber. Ja, richtig In geil. der Hall of Fame nicht so übelst krasse Leute übermalen, wenn man noch nicht so gut ist, dachte ich so. Und dann so voll hart illegal. Egal. Ja, richtig geil. Also, weiß nicht, beim legalen Malen ist ja heutzutage das schon, ist ja alles offen so. Es gibt ja Flächen, wo jeder malen kann und klar, fließt auch mal eine Träne, wenn da die schönsten Bilder mit irgendwelchen
Linien übermalt sind. Aber das ist ja nochmal irgendwie eine andere Welt. Ja, das ist eine andere Welt, auf jeden Fall. Ja, ich habe noch so ein paar schnelle A- oder B-Fragen, wo du dich für eins entscheiden sollst. Wollen wir die noch machen? Klar. Okay. Style oder Stelle? Was ist wichtiger? Ich würde mal sagen, ja, schwierig. Kann auch beides sagen. Scheiße, Nein, ist ja extra schwierig. naja, dann okay, nehme ich die Stelle. Okay, cool. Chrom schwarz oder bunt? Natürlich bunt. Dose oder Stift? Eine Dose. Straße oder Train? Da nehme ich die Straße, die lebt ein bisschen länger. Innenstadt oder Line bzw. Autobahn? Was ist Schwierig. geiler? Oh, die Line Pieces kommen so fresh, wenn man vorbeifährt, aber auch die Innenstadt knallt übelst, wenn es da geile Rooftops gibt oder so. Dann, oh, muss man sich da wirklich entscheiden, oder? Ist gemein, gell? Okay, dann nehme ich die Innenstadt, ja. Okay. Beim Losgehen solo oder mit der Crew? Bin ich eher der Crew-Typ, ja. Okay, ja. Sketchen und übertragen oder einfach drauf losmollern? Natürlich einfach drauf losmollern. Obwohl ich Geil. das auch nicht jeden rate, aber das spart Ja. einfach Zeit. Und es macht auch fit. Ja, man Wenn hat man keinen 10 Jahre Sketch in der Freestyle Tasche, ne? malt, dann sitzt die Kiste, dann brauchst du nicht immer sketchen. Ja, geil, auf jeden. Ja, das war's, ey. Cool. Wir haben noch, wir machen noch so eine Spotify-Playlist. Hast du einen Track vielleicht noch? Ich habe zwei Fragen. Hast du einen Track noch, der dich in Graffiti begleitet hat, der damit drauf soll? Auf unsere Riot Color Spotify-Playlist? Kannst du einen Song sagen, der dich so mit Graffiti begleitet hat? Wahrscheinlich dieser. Der Love and Security Track ist schon ziemlich geil. Kennt ihr den? Ja, oder? Love and Keine Security. Ahnung, er sagt mir jetzt nichts auf dem ersten. Der ist. Alle müssen googeln. Ja, ich kenne den aus so einem Wiener Video, wo die sich so mit Feuerlöschern nackt vor der U-Bahn irgendwie bemalen. Vodka Mayas International Championship, ist es das? Genau. Okay. Okay, ja, dann schick mir das, dann mache ich Ja, den den mal haben wir drauf. gepumpt auf Geil. alle Fälle. Ich glaube, der fetzt schon, ja. Und Ja, wir sind bei einer Stunde angekommen. Wen würdest du, wir fragen jeden Gast bei uns immer noch, wen du dir gerne wünschen würdest, wen ich mal fragen soll, ob der auch mal in den Podcast kommt. Wen würdest du gerne hören bei uns? Als nächstes. natürlich würde ich als erstes Blökhoden vorschlagen. Wenn Ja. der nicht kann, dann fragt er den Clean. Und wenn der nicht kann, dann fragt er Chor. Richtig geile Namen. Cool. Gute Vorschläge. Ja, cool. Schön. Ja, ich glaube, der Glück, das wäre interessant, was der erzählt, ja. Ja, geil. Ey, es hat voll Bock gemacht, Mann. Ich habe hier noch mehr Fragen stehen, aber wir sind bei einer Stunde angekommen und vielleicht treffen wir uns einfach irgendwie später nochmal und quatschen noch über andere Dinge, aber es war echt mega interessant. Jeden. Ja. Aber wir machen immer so eine Stunde, weil es hört sich keiner 3 Stunden Podcast an, weißt du? Soll auch verträglich bleiben für alle so. Aber ich glaube, wir sehen uns, treffen uns auf jeden Fall nochmal. Es gibt noch mehr zu erzählen. Machen. Cool. Vielen Dank, Cool. Surf. Danke nochmal für die Einladung. Gerne, Ja, kein gerne. War Problem. richtig Cool, cool. dass du da warst. Spaß gemacht. Hau rein. Dann euch einen schönen Tag noch. Allerseits. Jo, Tschüss. ciao. Dir auch. Peace. Ach, G, geil, Mann. Das hat Spaß Jay, gemacht. geil, Mann. Das hat Spaß gemacht. Ich habe dir einfach alles nachgesprochen. Wiederhol mich einfach. Geil. Echolali, oh mein Gott, ich brauche meine Tabletten. Genau. Jo, Ja. mit das hat übelst reingebockt. Da kommt auf jeden Fall noch mehr, glaube ich. Es war, Alter, ich weiß gar nicht mehr, was wir geredet haben. Die Stunde ging so schnell vorbei, Mann. Es war Ja, so es war richtig voll. interessant. Kennst du das Gefühl so? Was haben wir jetzt eigentlich geredet? Das war übelst krass alles und so. Na Ja, gut. hat Spaß gemacht, ey. Schön, schön. Okay. Leute, haut rein. Wir hören uns bei der nächsten Folge. Ja. Habt eine schöne Zeit und bis bald. Peace out. Das war's schon wieder mit Riot Colors Podcast. Iatsch!
Bye, bye.